Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier auf dem Weg zu einem Termin. Und zwar, warte mal. An dieser Arena hier. Boah, ihr seht's nicht. Ich gehe mal über die Straße, da wo es weniger blendet. Eye of Mordor heißt diese Arena. Alter, der Name ist zu geil. Ich habe mir schon mal überlegt, die Arena auf Gold zu machen. Ist leider nicht ganz in meinem Gebiet, aber allein wegen dem Namen. Ich habe da einen Arbeitstermin. Ja, ich arbeite. Viele fragen mich ja immer, Hong, arbeitest du überhaupt? Ja, weil wie soll ich sonst leben? Klicks reichen noch nicht. Aber wenn ihr mir helfen wollt, dass die Klicks reichen, dann gebt ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Hatte ich ja schon länger vor, mal wieder ein Update zu machen. Q&A und sowas, was arbeite ich und so, weil die Frage kommt sehr, sehr, sehr oft. Hatte ich vor im 30k Special Abo, aber das hat sich nicht ganz so ergeben und wir haben lieber das Gewinnspiel gemacht. Gewinnspiel wird aufgelöst oder ist aufgelöst. Auf jeden Fall habe ich dort einen Termin, weil ich übernehme eine neue Aufgabe. Das ist eine Agentur, eine Nachrichtenagentur, bisschen so wie Promiflash, nur ein bisschen seriöser und auch so normale Nachrichten. Nicht nur Promi-Nachrichten, aber in die Richtung geht es ungefähr und da habe ich wer das letzte Video gesehen hat, wo ich mich dort beworben habe, das war nicht wirklich eine Bewerbung, sondern so eine Art Kennenlernen. Das war fast ein Jahr her. Seitdem habe ich dort gearbeitet, in der Früh immer ein paar Nachrichtenclips erstellt. Zwei am Tag, in der Früh 6 Uhr aufgestanden, 6.30 Uhr irgendwie sowas, direkt an den PC und dann habe ich die Nachrichten bekommen und dazu habe ich einen Clip gemacht. Ist mir dann aber ein bisschen zu viel geworden und dann habe ich gesagt, ja, mache ich nicht mehr. Und jetzt ergibt sich was Neues. Ich schau mal vorbei, um nähere Infos zu bekommen und dann mache ich das mal dieses Wochenende zum Abchecken und wenn es mir gefällt, dann wieder ein bisschen mehr Cash in the Tash. Das Ganze hier ist am Ostbahnhof, sprich, ich habe einem Kollegen Bescheid gegeben für einen Glückstausch später, wenn ich schon mal hier in der Gegend bin, denn ihr wisst Bescheid, jeden Tag ein Glückstausch. Und das neue Sinnoh-Event hat angefangen. Shiny Riolo, Shiny Hippopotas, saftige 7er werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Hier und da brauche ich noch einen 100er und die neuen Shinies natürlich. Hippopotas Quest werde ich mir auch gönnen. Gesehen davon habe ich jetzt nichts allzu Interessantes gesehen. Ja, ein paar Sachen spawnen, Wildmeer, wie ist das? Möglicherweise zwei Eier aus dem Geschenk. Ich hasse diesen Bonus. So, hier sind wir. Auch so ein großes Bürokomplex mit verschiedenen Firmen. Ich gehe jetzt rauf, wir sehen uns danach. Ich will mal ganz kurz noch schauen, weil das letzte Mal, wo ich hier war, wie gesagt vor fast einem Jahr, war hier ein altes Karate-Dojo, das aber renoviert abgerissen wurde. Okay, die arbeiten da drin, ist noch nicht fertig. Hat mich nur mal so interessiert, ob die schon was draus gemacht haben. So, lief alles gut. Hat mir gefallen, was ich so gehört habe. Dementsprechend, also das Wochenende hätte ich ja eh übernommen. Aber ich kann mir was Längerfristiges vorstellen. Ausgehend davon, wie lange halt dieses Projekt und wie lange der Kunde da im Start ist. Dann alles, was ich mache, nicht unbefristet, also befristet. Ein Projekt nach dem anderen halt, was sich so ergibt. Was sich halt so in meinen Plan und Zeitplan unterschmuggeln lässt, unterbringen lässt und sich gut miteinander kombinieren lässt. Und das ist halt alles, was ich mache, ist sehr zeitlich flexibel. Deswegen denken auch die meisten, dass ich gar nichts arbeite. Was leider nicht stimmt, weil das ist leider nicht möglich mit den Klicks. Aber ich arbeite halt sehr flexibel. Das heißt, wenn X-Rate ist oder was weiß ich, Event oder so, kann ich halt zocken. Und Arbeit muss halt irgendwann davor oder danach erledigt werden. Also die Zeiten sind nicht fest, aber Arbeit muss trotzdem irgendwann erledigt werden. Am Ende des Tages. Mir ist auch gerade eingefallen, wenn wir schon bei einem Raid sind, es gibt einen neuen, eigentlich ist der Trick schon recht alt und auch ein Zuschauer hat mir den schon vor längerer Zeit, Grüße gehen raus an wer auch immer du bist, du erinnerst dich, ich leider nicht an deinen Namen, aber vielen Dank für die Info. Und ich habe es auch mal probiert, aber es hat nicht funktioniert. Aber er hatte mir ein Video geschickt, wo es funktioniert hatte und ich wollte es eigentlich nochmal testen, aber seitdem hat es sich nicht ergeben. Aber jetzt gab es dann wieder mal ein Reddit-Thread darüber und ja, anscheinend soll es doch funktionieren und das testen wir jetzt noch einmal. Und zwar ist es so, wenn ihr in den Raid geht und dann GPS ausschaltet, könnt ihr euch so weit weg entfernen, wie ihr wollt und keine Ahnung, eigentlich geht das ja nicht. Eigentlich kommt dann das Go und ihr fallt einfach aus dem Raid raus, aber anscheinend soll es gehen. Und bevor ihr das Pokémon dann fangt, müsst ihr einfach GPS wieder anmachen und dann könnt ihr irgendwo sein und es soll funktionieren, weil ansonsten ist ja immer 80 Meter. So weit dürft ihr euch nur entfernen. Aber mit diesem GPS-Trick könnt ihr euch so weit entfernen, wie ihr wollt, angeblich. So,
Spezialtausch des Tages. Wir geben her eins unserer vielen Latias. Da hatte ich mal Glück mit den Shiny Legendären. Hatte ich sogar einmal am Tag mit den zwei freien Raid Pässen zwei Shiny bekommen. Schau mal sehen, 589. Oh, sorry. Ich muss noch bestätigen. 589. Könnte. Warte, was? Normal sein, gell? Brauche ich nicht 100, aber trotzdem. Oh, schade. Nicht so toll. Aber so stimmt der Test ja nicht ganz. Ich bin auch rausgeflogen, also. Genau das ist beim letzten Mal passiert, also. Und nur eins von zwei ist rausgeflogen. Also die haben geschrieben, es hängt vielleicht am Handy zusammen, aber genau das ist beim letzten Mal, wo ich es getestet habe, auch passiert. Deswegen, ich dachte immer, dass es halt so ist. Dass wenn das Go kommt und man kein GPS hat, dann fliegt man halt raus. Aber anscheinend soll es bei ein paar Handys funktionieren. Und der Zuschauer, der mir das geschickt hatte, bei ihm hat es auch funktioniert, also. Könnt ihr mal gerne probieren. Bei mir klappt es aber nicht. So, wir schauen mal. Wir uns was Saftiges gönnen können. Check das Video von gestern ab. Kann ich mir einen 96er gönnen, aber Deck 14. Da geht noch was. Da geht auf jeden Fall noch. Oh, habe ich das richtig gesehen? Nee, kein 100er. Aber ein 98er, glaube ich. 96. Oh ne, ist noch weiter runtergegangen. Boah, ich hasse das. So, wir haben hier 18 am Start. Und dann die neuen 7er. Uns holen. Oh, Funkiefer. 100. Nee. 938 ist, glaube ich, 100. War schon, natürlich. Der darf nicht fehlen. Davon können wir noch ein paar erwarten hier. Klick! Habe ich leider schon 100. Kein Kommentar, Leute. Gib uns noch einen Knaller. Ah, schade, den habe ich auch schon 100. Schütte los. Der kommt aus dem 10er? Enttäuschend. Cagadonis. Letztes Ei. Warschau wahrscheinlich. Ah, Klick. Nicht so eine gute Ausbeute. Aber jetzt kommen erst die saftigen Dinger. So, auf dem Weg. Also wir waren erstmal ein bisschen Busfahren, aber auf dem Weg kam ein Kaumalat rein. Den holen wir uns jetzt. Und als wir hier raufgegangen sind, habe ich noch einen bei nearby gehabt. Also Kaumalat, Chance Spawns auf jeden Fall erhöht. Potenziell 100er kann reinkommen. Ich bin bereit. Und potenziell shiny halt, also schon nicht schlecht. Jetzt, keine Ahnung, jetzt den Morgen kamen vielleicht so 6-7 Stück schon mal rein. Was halt schon krass ist, weil normalerweise kommt halt einer alle 2-3 Tage vielleicht, irgendwie sowas. Also schon nicht schlecht, auch wild erhöht. Wir schauen jetzt, ob der shiny ist. Und ob der andere auch noch da ist, aber der ist, glaube ich, leider wieder verschwunden. Und? Shiny check. Nein, schade. Aber der ist noch da neben dem Finion. Ich hatte ihn gerade noch. Oh mein Gott, 100er Hypopotas. Zu weit, 14 Minuten nur noch. Leidend. 100er Hypopotas verpasst. Aber der kommt sicher noch. Wir sind erstmal auf Kaumalat-Jagd. Wir haben noch ein paar Leute aufgegabelt. Alle auf der Kaumalat-Jagd. Auf jeden Fall, das Kaumalat ist noch da. Shiny check. Nein. Das hier übrigens war mal der schlechteste Döner, den ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Aber die haben ein bisschen Rebranding gemacht, ist, glaube ich, noch ein neuer Besitzer. Aber nicht zu empfehlen. Ja, es ist Mittagspause, es ist Zeit für einen Döner.
gleich daneben Berge, Münchens Top 2 bester Döner. Aber die Schlange war zu voll für uns. Und wir nehmen den gleich daneben. Aber sieht gar nicht so schlecht aus. Eigentlich auch eine gute, ein guter Plan. Man macht einfach direkt daneben einen auf. Und wenn es den Leuten zu voll ist, keinen Bock haben zu warten, dann gehen die halt hierher. So, das ist er, Leute. Murat hat schon probiert. Er ist ein bisschen eher so, nee. Also erstens kommt nicht ran an den anderen, offensichtlich. Aber er so, der ist nicht mal stabil. Nicht mal ausreichend. Muss ich jetzt selber nachschauen. Kann man euch nicht vertrauen. Ja, wir sind auf Murat vertrauen. So, jetzt muss ich mal nachschauen. Kaumalat. Wir sind auf der Jagd nach Kaumalat. Wartet mal. Mein Heini bewegt sich nicht. Wir sind aber echt nicht so weit davon entfernt. Panik, Leute. Es wird dann fleißig mit allen Accounts durchgewechselt und gefangen mit der Hoffnung auf Shiny. Ich hab nichts hier. Ich muss eigentlich da vorne runter mal aus. Was für Falschmeldung. So Leute, wir sind leider wieder zu Hause und das Kaumalat vorhin war leider eine Fehlmeldung. Kann passieren, leider. Ich musste leider nach Hause, weil ich hatte ja den Termin heute Morgen und wir mussten noch was einrichten. Und das muss ich natürlich machen, solange der Kollege noch im Büro ist, weil danach geht es halt nicht mehr. Aber unsere erste Ladung, 7er Eier. Das erste Pokémon könnt ihr sehen. Shiny, Geodude 100%, oder? Robotas. Nicht Shiny, aber vielleicht 100. Es kam vorhin einer rein, oh. Aber nicht mehr zu erreichen. Genau. Das heißt für mich jetzt dann noch ein paar Sachen erledigen und dann 3 Videos hochladen. Und dann gehen wir nochmal raus zocken, falls ich das zeitlich noch schaffe. Bronze brauche ich nicht. Der ist leider unnötig für mich. Aber es gibt trotzdem noch ein paar andere Sachen, nicht nur Geodude und Hippopotas. Wohnnagler gibt es noch nicht Shiny, erst beim nächsten Event. 208 ist gar nicht so schlecht, oder? Kann mich nicht erinnern. Müsste ich nochmal abchecken. Und Bronze, Mobile brauche ich leider nicht, gar nicht. Weder 100 noch Shiny. Wobei Shiny vielleicht noch irgendjemand. Nee, ich habe sogar noch einen über und den will keiner. Oder? Nee, habe ich nicht. Aber schon wieder Wohnneiger. Schau, 191, also 208 ist doch gar nicht so schlecht. Das ist eine schlechte Ladung bisher. Marmelin 100, den könnte ich noch gebrauchen. 575. Nicht mal annähernd. Es sind nur 7er, glaube ich. Oh, Mobile, Mann. Wird das neue Barschwa? Mobile echt leiden. Und das war's auch schon. Nein, das war's auch schon. Ja, wir müssen nochmal neu aufladen. Es gibt bis zu zwei Eiern pro Geschenk. Aber das war leider nichts. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute, und dieser Folge. Kaumalat ist am Start, der wird sich dieses Wochenende auf jeden Fall gegönnen. Bisschen gebrütet auf jeden Fall. Shiny, Hippopotas, Jagd, Wild und Quest und 100er. Da bin ich auch auf jeden Fall am Start und vielleicht hier und da ein paar Burmi-Raids wegen Shiny Burmi, das ist ja recht selten. Vor allem die kleinen Accounts können den auf jeden Fall machen. Das war's von mir, Leute, euch viel Glück, viel Spaß beim Event. Mir gefällt es auf jeden Fall, ich bin heiß. Dieses Wochenende geht ab. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.